Jo. Wollt ihr das behalten oder wollt ihr es vom Verhökern? Keine Ahnung. Ja. Ich würde es behalten. Was? Amulett. Hey, ja, das will ich behalten. Das können wir gebrauchen. Ich frag nur. Ich bin nur der SL, ich kann hier nichts dafür. Ich entscheide hier nichts. Du entscheidest alles, Mann. Du bist der Gott. You are a wizard, Harry. So, you are gut. A Harry Wizard, was? Gut, aber nichtsdestotrotz. Ihr habt jetzt freie Bahn. Ah, nein, halt. Wer steht am nächsten zum Hauptgebäude? Das ist das Hauptgebäude. Ja, das große wahrscheinlich. Das rechts oben. Ja, das rechts oben. Das wäre denn ich. Also ist das auf der Bank. Okay. Heb ich dich mal an die Bank. Dann. Waschen im Hauptgebäude oder irgendwo anders? Waschen ist im Hauptgebäude. Dann bin ich im Hauptgebäude. Okay. Mal. Dann kommt Svetlana auf dich tatsächlich zu. Wenn ihr noch was tun wollt, wir hätten hier noch Steckbriefe. Oh, ja. Wenn ich fertig bin, sehen wir sie durch. Ich mach doch mal die Aufgabennotiz auf. Langweilig. Oh, Drachen! Bringt sie am besten raus und legt sie auf den Tisch. Okay, dann Stürmchen. Denk mal, du willst ja eh, wenn ihr sie alle durchlest, ein Zettel. Einmal einen gesucht. Schlitzzahn. Ja. So, dann lese ich doch einmal vor. Jeder Jäger im grünen Gürtel kann eine Geschichte über Schlitzzahn berichten und jede ist wilder als die vorangegangene. Wer die übellaunige Bestie tötet, erhält eine schöne Belohnung. Vom alten, im Ruhestand befindlichen Wekel Benson, der vor einem Jahr durch die Bestie ein Bein verloren hat. Wekel Benson? Wekel, V-E-K-K-E-L. Wekel. Das kann man natürlich super rauswählen. Fekel... Benson. Benson mit Z. Okay. Der nächste. Den Banditen im grünen Gürtel muss aufgezeigt werden, dass ihre Handlungen nicht länger toleriert werden. Nehmt wenigstens 6 von ihnen gefangen oder tötet sie, um damit eine Nachricht zu schicken. Ja. Die Hälfte haben wir ja schon, ne? Wir haben mehr. Wir haben 4. Und die letzte gesucht, Tatzelwurm. Warte. Bei wem muss man sich da melden wieder? Steht da irgendwas? Hier in Olex Handelsposten. Der leitet weiter. Also Steckbriefe immer da, wo sie ausgehängt werden. Wo ihr Aufträge bekommt, könnt ihr sie auch abgeben. Sollen viele Banditen erledigt haben? Auf welche Art? Sammelt der Köpfe, Ohren, was auch immer, Gürtel schnallen. Whatever floats your boat, was beweist, dass du Banditen getötet hast. Okay. Ja, nächster? Ja. Ansonsten, wenn Überfälle von Banditen nachlassen, dann fällt das auch auf. Wenn ihr berichtet, dass ihr sie viele davon erledigt habt, dann bla, ne? Und so weiter. Wird es auf euch zurückfallen. Gesucht, Tatzelwurm. Wo jeder über Tatzelwürmer spricht, könnte man glauben, sie hätten die Raublande überschwemmt. Dem ist nicht der Fall. Tatsächlich sind sie recht selten. Der Kopf eines Tatzelwurms würde sich gut als Schmuck bei Oleg machen. Er hat jedem eine Belohnung versprochen, der ihm einen bringt. Repeatable. Oh, eines. Nein, Spaß. Okay. So,
Oleg. Große Tatzelwurm Extinction und dann begraben wir seinen ganzen Handelsposten in Tatzelwurmköpfen. Es wäre so lustig, wenn ihr bei jedem random Encounter einfach einen Tatzelwurm tötet. Ja. Wir haben den Tatzelwurm getötet. Hurra, again. Wie viele haben wir? 14. Wisst ihr, wie der Preis runtergeht? Ja, das wären zumindest noch die Aushänge, die da wären. Ich schere sie euch jetzt. Ich schere sie euch jetzt nicht aus Gründen, dass da die Belohnung schon mit drunter steht. Steht da was dabei, wo man diesen Schlitzern findet, als Information? Nein. Leider nicht. Aber jeder Jäger kennt ihn. Da wir aber gehört haben, im Westen gibt es Jagdgründe, können wir da eventuell einen Jäger finden, mit dem wir uns unterhalten können? Hoffe ich. Vielleicht ist es einfach nur ein vermiedenes Gebiet, man weiß es nicht. Ich jetzt richtig sehe, dieses Lager, was er uns gezeigt hat, ist mit einer Brücke, ist mit einer Brücke also direkt. Es ist am Fluss, aber ich habe das jetzt einfach nur als Marker benutzt, weil das auf meiner GM-View auch der Marker dafür ist. Okay. In meisten Fällen bedeutet das Brücke, Lager, irgendwie sowas in der Nähe von einem Fluss. Ja, also. Das heißt, wir schlagen uns westlich bis in den Wald rein, dann bis an den Fluss, folgen dem Fluss dann nach Süden, bis wir das Lager finden. Und vielleicht gucken wir mal, was wir auf dem Weg noch so Schönes finden. Wäre nett, wenn du mir tatsächlich eine Reiseroute einzeichnest, damit ich eine Entfernung habe. Beziehungsweise, nee, es ist glaube ich eh nicht richtig. Was? Ein Feld sind 18 Kilometer. Was wissen wir über Tatzelwürmer? Was du über Tatzelwürmer weißt? Na, no, dann machen wir doch mal Knowledge Nature. Frage, sind wir jetzt eigentlich alle wieder irgendwo verstreut oder sind wir gerade beisammen? Ich gehe davon aus, ihr werdet alle am Tisch sein. Da, wo ich bin. Okay. Ja, vielleicht hatte ich mal mit Waschen, komme ich dann auch und diskutiere mit, was auf den Zetteln steht. So, also, Knowledge Nature, dann weißt du es. Eventuell. Dann weiß ich was. Ein Glück, ich habe dann doch ein bisschen Intelligenz. Aber ich würfe wie Scheiße. Tatzelwürmer sind drachenähnliche Kreaturen. Okay, das haben wir schon mal in Ordnung. Dann komme ich. Kann ich das mit Knowledge Arcane? Die Magie? Ja, erschwert um 2. Oh, gut da. So, Tatzelwürmer. So, gucken wir doch mal, was du denn darüber weißt. Sind Tatzelwürmer nicht diese komischen drachenähnlichen Wesen? Das kannst du auf jeden Fall bestätigen, Dex. Ansonsten, schlangenartige Kreaturen, hat den Kopf eines wilden Drachen und zwei vergleichsweise kleine Vorderarme, die in winzigen Klauen enden. Ansonsten, Tatzelwürmer gelten als urzeitliche Verwandte der wahren Drachen, deren Seitenlinien sich vor vielen Jahrtausenden abgespalten und nicht in derselben Weise weiterentwickelt hat. Im Vergleich zu ihrer Größe, größeren Verwandten sind Tatzelwürmer kleine Wichte, aber dennoch wild und gefährlich, auch wenn sie im Vergleich mit ihren berüchtigten Verwandten kaum Eindruck schinden können, sind ihnen die meisten anderen Reptilien aber dennoch geistig unterlegen. Tatzelwürmer verstehen drakonisch, andere Sprachen zu lernen ist den meisten aber nicht möglich. Dennoch sind sie sehr listig und legen umfangreiche Unterschlüpfe und rudimentäre Fallen. Ein erwachsener Tatzelwurm ist etwa 1,80 bis 2,40 lang. Ein Erwachsener lang, den Schwanz, der keine Organe enthält, eingeschlossen. Er wiegt zwischen 400 und 500 Pfund. Seine Schuppen verleihen ihm begrenzte Tarnung durch die Färbung. Diese variiert zwischen verschiedenen Grün-, Braun- und Grautönen. Muss ich denn wissen, was ich habe? Wie gefährlich schätze ich den ein? Du alleine wärst wahrscheinlich gegen ihn unterlegen. Zusammen hättet ihr eine Chance, wenn ihr einem begegnet. Wir hätten eine Chance oder
Wir würden auf jeden Fall gewinnen, ist nur die Frage, wie viel Verluste wir hätten. Genau. Ich roll schon mal einen Charakter. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr es schafft. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ihr alle sterbt. Okay, dass wir alle sterben, ist keine Option. Das ist doof, also das war noch nicht. Also von dem Tatsachen können wir aus meinem Hinterkopf behalten, aber ich rate erstmal davon ab, dem gezielt nachzustellen. Wenn er uns über den Weg läuft, ja, dann nehmen wir ihn halt mit. Wenn er uns über den Weg läuft, lasse ich euch vorgehen und ich gehe in die andere Richtung. Was machen wir denn eigentlich als nächstes, außer uns erstmal hier ausruhen, das Lager von den anderen suchen? Ja, sagt, ja so, das wäre ja das Beste, weil die ja irgendwie kommen werden, oh, wenn halt... Oleg nickt ganz eifrig im Hintergrund. Ich dachte, wir halten uns westlich. Dieses Jagdgebiet dort auf die Karte, ich denke mal, die liegt auf dem Tisch. Über die andere Markierung und ziehen dann den Fluss entlang südlich, bis wir das Lager von den Banditen finden. Ja, dann sind wir doch viel zu lang unterwegs. Und dann könnten sie schon über die andere Seite auch wieder hierher kommen. Ja. Wir könnten, vielleicht um beides abzudecken, zuerst zu den Banditen gehen, diese ausräuchern und vielleicht weitere Informationen sammeln. Dann über einen Umweg durch das Jagdgebiet wieder zurück zu Oleg zu kommen. Das klingt für mich schon passender. Ja. Das Jagdgebiet läuft uns nicht weg. Die Banditen wiederum schauen. Die Frage ist natürlich auch, stimmt der Standort von Banditenlager wirklich? Ich denke schon. Wir haben doch einen 1A-Spurensucher. Der wird uns schon hinleiten. Ja. Genau der. Genau der. Ich schaue Kron an. Wer denn? Schlaf weiter. So, was haltet ihr von der Idee? Ja, soll mir auch recht sein. Gerne noch die Zeit, bisschen die Zeit genutzt, um ein bisschen mich mit dem Gebiet vertraut zu machen, bevor wir die Banditen konfrontieren. Kann allerdings der Hof schon niedergebrannt sein in der Zeit, wo wir uns mit dem Gebiet vertraut machen. Wollt ihr heute aufbrechen oder wollt ihr noch einen Tag hier bleiben? Nee, heute. Spät ist das. Jetzt so, ja, so zwischen 9 und 10. Ach. Warte, 18. Man kann echt sagen. Also ich möchte darauf hinweisen, dass Severa schon einiges getrunken hat. Die macht mir jetzt auch mal einen Fortitude-Rettungswurf. Und wenn der nicht mindestens 15 ist, ist sie echt gut beducht. Was soll ich machen? Siehst du, du gehst auf den auf der Übersicht. Ja? Übersichtsbogen. Hä? Ah, da. Und da steht irgendwo Fortitude Safe. Oder Zähigkeit, du hast es schon übersetzt. Ja, Zähigkeit. Ah, Zähigkeit da. Hast du ein Glück? Sie ist noch. Starken Magen. Sie hat anscheinend gestern sehr fettig gegessen. Ich würde die Lana darum beten, dass sie mir. Man kann sagen, zwei Felder pro Tag können wir schaffen, ne? 36 Kilometer, wobei das schwerste Gebiet, sagen wir. Den Images habt ihr, glaube ich, auch ein... Wir sind Briten, grundsätzlich. Seid ihr nicht, ihr seid 6 Leute. Ihr habt 4 Pferde. Ja, aber ein Elf und ein Gnomen gehen auf ein Pferd. Die wiegen dann so viel wie ein Mensch. Okay, wer von euch hat alles Reiten? Mindestens ein Punkt drin? Nö, da hört es dann das mal auf. Wo findet man das? Ich hab gar nichts. Reiten kann ich auch nicht. Ich schon, ihr Loser. Da ist noch eine Katze. Ja. Mau. Oh, der schnurrt aber laut. Oh ja. Oh. Da geht da. Oh. Joey, heute Abend knattert's noch bei dir im Bett. Nein, da habe ich nichts von. Ja, aber. Selbst wenn man nicht reiten, hilft es ja trotzdem. Die können erstmal alles, was Gewicht hat, tragen, und die Kurzbeinigen können wir oben drauf setzen und am Zügel führen. Das sollte unsere Geschwindigkeit auf jeden Fall dran. Bing! Ja, bing!
beide gleich aus. Ich möchte mich an dieser Stelle kurz für meine Freundin entschuldigen. So, gut. Also ihr seht da, die Bewegungsrate oben ist die fürs Durchqueren und die untere ist fürs Erkunden. Also ihr habt auf jeden Fall Ebene einmal, das heißt, ihr bewegt euch auf jeden Fall dennoch mit einer Bewegungsrate von 9. Ja. Das heißt, ihr braucht 5 Stunden für das eine Hexfeld. 8, 16, also 21 Stunden bräuchtet ihr auf jeden Fall bis dahin. Ich würde mir 10 Tagesrationen mitnehmen. Ja. Auch wenn wir vielleicht. Möchtest jagen, du sie kaufen? Ich würde sie abkaufen, ja. Okay, dann kauf sie und zieh dir dein Gold ab. Das ist easy peasy machbar. Das traust du mir zu? Okay. Ja. Was kommt denn Warum eigentlich? Warum 10? Sicher ist sicher. Was ich habe, habe ich. Wie lange sind wir unterwegs? Hat er nicht irgendwas von 21 Stunden gesagt? Ja, aber ja, wir laufen ja wieder zurück. Und du reist ja auch nicht die ganze Zeit so. Wenn du 8 Stunden am Tag reist, bist du durch. Das sind 3 Tage runter. Dann wollen wir vielleicht noch 3-4 Tage hoch. Dann nochmal 3 Tage nach rechts. Ich habe noch 2 Rationen, heißt, ich hätte jetzt für 12 Tage Rationen. Vielleicht haben die Banditen noch ein paar. Wie viel kosten die denn? 5 Silber. Ich mach's einfacher. Ich würde Svetlana fragen, ob sie mir fünf mitgeben würde. Ich würde sagen, wir würden fragen, was wir noch an Rationen, was wir an Rationen entbehren könnten für uns, dass wir das Banditenlager, was ja auch eine Bedrohung für den Handel. Sie möchten bezahlt werden. Also warte mal, eine Tagesration kostet 5 Silbermünzen. Ja. Das ist schon teuer. Da ist halt ja, Essen ist für einen toll. Tag drin, da ist unter anderem halt Fleisch drin, da ist Bier bzw. Wein drin. Also da ist schon ordentlich. Du hättest deine Kohle nicht verschenken sollen. Nee, dafür hat sie ja schon gut. Die wollen schon Geld, wenn die ihr Tagesration haben möchten, möchten die Geld haben dafür. Ja. Geschenk gibt's hier nix. Ja, die haben euch schließlich auch Sachen für einen vollen Preis abgekauft, statt für einen halben. Das ist richtig. Also, aber wenn ich mir 6 Stück mitnehmen würde, würde ich 3 Gold für zahlen. Mathematisch ja. Okay. Halbieren, immer halbieren, dann hast du einen Goldpreis. Dann würde ich 6 Stück mitnehmen davon. Ich nehme mal oder zieht sie. Haben die nur einen begrenzten Vorrat, oder ist der der ist unbegrenzt? Nee, der ist tatsächlich begrenzt. Ich sag euch auch gleich, wie viel haben sie denn vorrätig? So. Willst du allgemein wissen, was du dort aktuell kaufen kannst, oder nur die Ration? Was nur die Ration, für alles andere habe ich hier kein Kohle über. Gibt Ration für. Reiseproviant im Wert von 120 Goldmünzen, das heißt 240 Tagesration. Oh ja, gut, das ist mehr als wir brauchen, Moment. Träger aus Katze. Ich habe mir 6 Tagesrationen gekauft. Mhm. Also ich habe mir auch 6 gekauft. Ziehst du die uns da noch irgendwie rein, oder? Kannst du selber reinziehen aus dem Inventar. Worüber? Aus Items. Items? Ja, man kann doch auch Ration. Einfach die Anzahl ändern. Ansonsten, wenn du welche hast, kannst du auch die Anzahl ändern, genau. Ich habe nur die billigen bei mir drin. Das werden ja wahrscheinlich die etwas teureren sein. Wie viele Silberstücke sind ein Gold? 10. Immer 10. Genau. Also 2 Tage Ration, ein Gold. Okay. Wie heißen die nochmal? Ration. Was? Ration. Rations. Darunter finde ich. Ah doch, da Rations. Trader? Wir nehmen ja die Pferde mit, ne? Spray per Day. Mhm. Okay. Wenn die Pferde mitnehmen, würde ich meine Rationen so quasi mit einer Satteltasche hängen. Das ist welche etwas überlastet. Ja, sowieso. Macht euch jetzt erstmal aktuell keine Gedanken, wenn ihr gering überlastet seid. Alles chillig, wenn ihr anfangt. Mittel. Wenn ihr anfangt, das Doppelte von schwer zu haben, dann sage ich, vielleicht ein bisschen zu schwer, was ihr dabei habt. Okay. Aber erstmal keine Gedanken machen. Wenn du jetzt anfängst, keine Ahnung, 500 Schwerter in deinem Inventar zu stacken, dann ja.
Ja, was ist denn jetzt eigentlich? Erklär mir mal überhaupt dieses Gewichtsdingens da. Ich habe jetzt bei Leiche zum Beispiel 100 stehen, mittlere 200 und schwere 300. Das ist das, was du, das ist das, was du unter den einzelnen Belastungsstufen tragen kannst. Okay. Und das oben ist was halt, was du hast, was du gerade bei dir hast. Übrigens, Tamara, ich habe 33, 66, 100. Du kannst einfach das Dreifache von mir tragen. Du kannst 100 tragen, ich kann 75 maximal tragen. Ja gut, das Gewicht aller deiner Ausrüstung ist aber auch halbiert. Ja, fair. Nee, der Kleidung halt, von allen anderen nicht. Auch Waffen und so, Seile. Machen die aber weniger. Nee, Seile nicht, aber... Ja. Nein, nicht im Pathfinder. Doch. Kleine machen weniger Schaden, oder? Nur die günstiger sind. Wenn er noch eine Stufe kleiner hätte, also sehr klein, dann würden sie weniger Schaden machen. Weil die sind auch preislich günstiger. Okay. Preislich ist es dasselbe bei ihm noch, aber das Gewicht ist halt halbiert. Warum kann ich bei Geld da nichts ändern? Doch, kannst du. Einfach reinklicken und überschreiben. Reinklicken und schreiben, genau. Also wenn ich in die 89, wenn ich da jetzt reinklicke, kann ich nichts machen. Dann gibst du jetzt mal 12 ein, dann hast du da 12. Das schreibt jedes Mal neu. Du kannst nicht rauslöschen. Bei mir klickt er gar nicht in die 89 rein. Du siehst doch nicht, dass er reingeklickt hat. Du siehst nur das Feld hinter ein bisschen dunkler hinterlegt. Genau. Gib einfach mal, wenn das Feld angeklickt hast, gibst du mal, keine Ahnung, den Betrag ein, der jetzt. Wenn ich jetzt abziehe, dann. Hast du 86. 80. Genau, gib mal 86 ein. Okay. Du schreibst nichts. Ich hab's jetzt verändert. Danke. Ja, eigentlich sollte das Charbogen nochmal zumachen, wieder aufmachen. Keine Ahnung, wahrscheinlich ein Bug, weil du so die ganze Zeit rausgeflogen bist und wieder rein. Ja, möglich. Ich kann es immer noch nicht ändern, aber wurscht. Ich habe mir auf jeden Fall auch ein paar Tagesstationen gekauft und mir beugnet. Mhm. Judy. Dann wollt ihr jetzt aufbrechen. Das heißt, wir haben es jetzt. Jetzt mal Raster drauf. Und irgendwer, ich gebe 6 einfach einen Token drauf. Warum kriege ich die? Also wenn wir jetzt wieder aufbrechen, dann ziehe ich mir erstmal wieder meine Rüstung an. Ein Glück, ich habe dieses scheiß Rüstungsproblem nicht, ne? Dex, du bist jetzt der Landmarker der Gruppe. Oh yeah. Habe ich gerade mal so beschlossen. Oh yeah. Den Bild als Charakter nehmen können. Du hast die Route mit geplant. Und du warst der, den ich gerade offen hatte. Auch gut. Ist doch egal. Ja. Ne, leicht. Südwest. Und gib ihm. Dann bewege dich. Wie gesagt, denk dran, Bewegungsweite auf den Feldern. Wie weit ihr denn am Tag kommt. Und kleines Moment, ihr habt einen. Was? Ja, mach ruhig weiter. Alles gut. Also, du bist hier durchzukommen, also 5 Stunden, ja? Mhm. Das heißt, wir haben es 16 Uhr. Weil dann schaffen wir es noch bis in den Wald und dann kann unser Pfadkundiger ein Plätzchen suchen. Waldkundiger uns ein Plätzchen suchen. Ja, das würde ich dann noch machen. Oh, kleiner Augenblick, wenn ihr jetzt in den Wald kommt. Das. Diese Brücke müsst ihr bezahlen, Little John. Steht unten. Ruhig, zu ruhig. Vielleicht zu ruhig, ja. Ich würde es immer lustig finden, von Helden aus Strumpfhosen, Little John mit dem kleinen Bach. Oh. Machen wir. Ihr seid im
Oder muss ich irgendwas würfeln? Ja, Survival. Bitte. Ansonsten, wenn du hast Knowledge Nature. Ja, warte, jetzt hab ich. Moment, das war der falsche. Knowledge Nature habe ich, ja. Wir sind gestaved durch den Wald gekommen. Stimmt. Nice. Also ihr findet auf jeden Fall ein relativ schönes Plätzchen, wo ihr euer Lager aufschlagen könnt. Du bist der Meinung, das ist cool. Setzt dich dann erstmal auf den Baumstamm und voll mit dem Arsch in die Brennnesseln und sagst, ja, ihr könnt mit lagern. Ja. Und es fängt an zu jucken. Ich guck auch nochmal. Nature hast du gesagt. Ja. Knowledge nicht, oder halt Survival. Oder halt Survival, das was besser ist. Genau. Ah, du bist der Meinung, in den Brennnesseln, wo er sitzt, vielleicht nicht so ein günstiger Lagerort. Ein paar Meter weiter ist, sieht es ein bisschen besser aus, auch von der Einsehbarkeit und von den waldlichen, ja, so eine kleine Waldlichtung halt. Haben wir unterwegs Wasser gefunden? Nope. Haben wir hier Wasser? Nein. Gut. Keine rituelle Waschung. Also gut, dann machen wir uns erstmal breit. So, die Frage, wer jetzt noch Wasser hat. Also, um es hier zu kommen, ist auf jeden Fall ein Waterskin alle, gehe ich davon aus, ne, Risa? Ja. Es ist doch in der Tagesration, hätte ich gedacht. Ihr habt Bier, sowas habt ihr in der Tagesration drin. Achso, ist eine Tagesration mit drin. Okay. Ich dachte, ein Getränk ist separat. Nee. Sonst müsstest du ja sonst wie viel Wasser dann auch noch mitschleppen zu den, die Dinger sind ja auch schwer genug, die Tagesration. Bisschen Dörrfleisch ist nicht so schwer. Also wie kein Pfund. Waterskin ist halt, um so zwischendrin zu trinken, oder halt um irgendwas mit Wasser zu machen, und tatsächlich das Ernähren durch Wasser ist halt in der Tagesration drin. Wieder was dazugelernt. Okay, wenn wir uns dazu entscheiden sollten, hier wirklich zu lagern, fange ich an, mir ein Zelt aufzustellen. Was, ein Zelt einstecken? Sie hat ein Zelt mitgenommen. Ja. Ich habe auch ein Zelt. Du hast ja alles dabei. Du hast ja eine TARDIS dabei. Ja, natürlich. Jetzt habe ich auch ein Zelt dabei. Ich habe mir vorhin noch eins gekauft. Ich habe beschrieben, dass ich ein großes, eine Tasche dabei habe, die gut gefüllt aussieht. Okay. Das ist fein.